Hallo meine Lieben, heute habe ich mal ein kleines Tippvideo. Ich hoffe, dass es klappt. Das ist mein Elektrohobel. Da sind mir beim letzten Hobel-Aktionstag in meiner Werkstatt, in meiner neuen, ist mir ein Messer komplett zerbrochen. Das habe ich mittlerweile ausgewechselt, aber vermutlich habe ich das hier ungleichmäßig eingebaut. Und deswegen schlägt das ganze Ding. Also das macht jetzt Brummgeräusche und das finde ich nicht so wirklich schön. Ich zeige euch mal, was ich meine. So, das aus. Und das klingt dann so. Merkt ihr? Das ist so ein Vibrieren. Also Strom raus. Machen das mehr ab. Brauchen wir jetzt nicht, das habe ich irgendwann mal gebaut und habe mir das jetzt auf hier OS-WAC umgebaut. Und das ist eine sehr brauchbare Sache, weil wenn man mit dem Ding hobelt, da fallen ordentlich Späne. So, also der Imbusschlüssel zum Wechseln steckt hier hinten drin, ne? Ist eine schöne, bequeme Sache. Den sollte man auch verwenden, weil der ist recht stabil. Okay, also ich mache das hier mal auf. Die muss ich, das geht ziemlich schwer. Die muss ich auch komplett lösen. Also die müssen alle raus. Und dann muss ich mir natürlich noch merken, warum das Ding eingebaut ist. Vielleicht ist das ja auch schon ein Fehler. Normalerweise, wenn die alle raus sind, dann kann man nämlich das Hobelblatt, also das Hobelmesser, eins von den beiden, was man hier löst, kann man das nämlich dann schon rausnehmen. Nach der Seite so rausschieben. Ich zeige es euch gleich, wie das gemeint ist. Ich hoffe, dass das bei mir auch funktioniert. Dass das nicht wieder verklebt ist. Das kann nämlich auch passieren, dass es völlig verklebt und dann ist das kein Spaß. So, Schraube raus, zack, Druckplatte raus, so. Und jetzt müsste man theoretisch das Blatt hier rausschieben können. Ja, da, es ist schon locker. So. So geht das dann raus. Ne? Und nun ist ja hier so eine Rille drin. Seht ihr das? Hier in der Mitte. Das ist nämlich ein Wendeblatt. Das kann man einmal so einsetzen. Und dann kann man es so rumdrehen und nochmal verwenden. Aber beim letzten Wenden habe ich nämlich nicht aufgepasst. Ich habe die Anleitung nicht gelesen. Und habe nämlich die zwei Schrauben auch noch abgemacht. Und die stellen aber die Höhe des Blatts gegenüber der Hobelsohle ein. Ja, und das habe ich offensichtlich nicht wieder richtig schön hingekriegt. Was mache ich da jetzt? Ja, weiß auch nicht. Das Ding wieder reinstecken, also das kommt auch mit der Nut nach oben, kommt das hier rein. Aha, genau. Und das ist natürlich auch schön locker. Hier muss es dann in der Mitte stehen und der Abstand hier muss stimmen. Und um den einzustellen, lege ich mir das Ding irgendwie mal so hin. Ich weiß noch nicht, wie ich es festkriege. Irgendwas drunter legen. Also erstmal hier vorne. Hier. An dieser Einstellung kann man die Tiefe einstellen. Und da stelle ich das Ding einfach auf 0. Das ist so. Noch eins weiter ist die Parkposition. Da geht das dann noch unter die Sohle hoch, runter. Und so. Auf der Stellung ist es 0. Also da müsste es genau, zum Einrichten ist es vermutlich, da müsste es genau die Höhe haben. Das werden wir jetzt sehen. Stahllineal. So. Ich glaube nicht, dass ihr das sehen könnt. Ich versuche es euch mal einzufangen. Denn ja, es ist ungefähr einen halben Millimeter zu tief. Da hinten stimmt es auch nicht. Es ist aber auch schräg. Also es ist so nach hinten schräg weg. Ergo, öffnen. Einstellen. Geht schwer. Genau. Das Blöde ist, dass man die Messerwelle nicht feststellen kann. Ist man da so ein Knopf zum Feststellen? Ist nicht. So, jetzt ist es locker und jetzt rutscht das Ding natürlich hin und her. Das ist völlig klar. Und jetzt ist es noch weiter unten. Gut, das muss ich jetzt wahrscheinlich peu à peu weiter hochschieben. Ich stelle das jetzt einfach mal auf Mitte ein. Mitte von den Bohrungen. Hoffentlich geht das. So, nur leicht anziehen. Leicht. Jetzt wieder hochschieben und dann sehe ich schon, viel zu viel. Okay, das war's nicht. Ich versuche es mal hier einzuspannen. So, meine Lieben.
Ich habe jetzt mal genau auf die obere Kante, also hier die Bohrung, habe ich jetzt die äußerste Kante auf die äußerste Kante von den Gewinden unten gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ist wahrscheinlich irgendwo, noch viel zu viel. Gut, also das war zu viel. So. Das stimmt hier nicht. Hier stimmt was ganz und gar nicht. So muss das nämlich sein. Das war's jetzt wieder. Okay. Also nochmal lose machen. Das habe ich vorhin falsch eingefädelt. Dann die Welle festhalten. Und das auf die Mitte einrichten. Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Zentrierstifte, die man da reinschraubt. Die ich aber nicht habe. Die kann ich mir aber mal bauen. Dann wird das einfacher. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Das stimmt noch nicht. So, eingestellt werden muss es wahrscheinlich so. Also ich habe es jetzt wieder auf die Null gestellt. Hier ist jetzt kein Lichtspalt. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Machen wir es so. Und da ist einer. Jetzt könnt ihr ihn deutlich sehen. Der geht dann bis dahin und macht halt Lichtspalt. Hier vorne liegt es aber plan auf. Und das ist ja der sozusagen der Aufnahmetisch, das ist der Abgabetisch. Also bei der Hobeldichte wäre das so. Und da muss ich es jetzt einstellen. Das muss passen. So, versuchen wir es weiter. Also ich muss noch ein Stückchen nach vorne. Und das bedeutet, dass ich das vielleicht auf den hinteren Gewindeteil von den Dingern ersetzen muss. So, das ist also am besten, wenn man kann, schraubt man das nicht ab, weil das ist vom Werk her eingestellt, das müsste eigentlich passen. Das macht man nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Die machen wir mal weg. Jetzt hören wir. Nein, zu viel. Zu viel, zu viel, zu viel. Also wie gesagt, wenn ihr die Finger davon lassen könnt, dann tut das. Ich wusste es nicht, als ich es rausgenommen habe, dass man das einfach rausziehen kann. Dass das nur die Tiefe ist, hätte ich mir eine Menge Arbeit gespart. Habe ich aber nicht. Schade eigentlich. Gut, also ich werde das jetzt noch ein bisschen hin und her schieben, bis das gerade so nicht dran kratzt. Das scheint jetzt schon der Fall zu sein. Ja, genau so passt es jetzt. Ha! Das ging ja jetzt doch schneller als gedacht. So, also jetzt richtig festmachen. Ist schon. Auch schon. So, und jetzt kommt natürlich wieder diese Druckplatte zum Einsatz. Jetzt muss ich aber überlegen, wo drückt die eigentlich? Drückt die hier oder drückt die hier? Weil beim Ausbauen habe ich das nicht so beobachtet. Also ich würde sagen, die drückt hier. So. Ja. Also werde ich die einfach mal wieder reinschrauben. Und dann muss ich den ganzen Sermon, also das ganze Eingestellgedöns, nochmal auf der anderen Seite machen, weil es ist ja ein doppelter Bursche. Und wenn das richtig eingestellt ist, dann werde ich das auch nie wieder unten das aufmachen. Werde ich immer nur ganz brav das Hobelmesser an der Seite rausziehen. Das ist übrigens wichtig, ich versuche es euch mal zu zeigen. So, nun schaut mal hier. Ja, das ist jetzt natürlich wieder der Vorführeffekt. Moment. Muss ich ein bisschen reindrehen. Das wollte ich euch jetzt nicht vorführen. So, und zwar. Was erkennen wir hier? Genau, das Messer ist nicht in der Mitte. Das ragt hier drüben zu weit raus. Also, das hat jetzt schon Druck, das ganze Ding. Nochmal ein bisschen lösen. Und das Messer wirklich in die Mitte schieben. Ansonsten kann das sein, dass es hier drüben das ganze Gehäuse auffräst.
nicht so schön. So, also ich hoffe, dass es jetzt hier gut in der Mitte ist. In der Mitte festmachen, dann in der Mitte die Schraube. Wenn die richtig gegriffen hat, dann nochmal richtig. Oh. Also die gehen auch recht schwer, wenn sie dann unten sozusagen auf Druck kommen. Aber da muss man halt, da muss man durch. So. Und das auch. Okay, so ist es jetzt fest. So ist es auch richtig eingestellt. Auch zart. Moment. Sauber machen ist auch, kann man auch ruhig regelmäßig machen. Das ist okay. Gut, also wirklich hauchdünn. Und jetzt das Ganze nochmal. Und auch hier sieht man wieder, das guckt ein ganzes Stückchen zu weit raus. Also muss ich diesen ganzen Kram nochmal machen. Das mache ich jetzt aber ohne euch. Da hole ich euch dann hinterher zum Test wieder, okay? Jetzt kommt das Ding dran, das ist hier die Abdeckung und die darf gerne unten drunter auch sauber sein. Ist gar nicht verboten. Zu den Messern, die verlinke ich euch unten drunter in der Videobeschreibung. Oh, jetzt blute ich auch noch. Oh, schlimm. Ich werde es überleben. So, jetzt wieder das Hobelmesser gerade ausrichten. Okay, so und dann die Druckplatte drauf mit dieser Kante, drückt die vorne aufs Messer. Also nicht umdrehen, dann funktioniert es nicht. So rum muss sie drauf. Dann wieder die Schrauben rein und bababab. Und dann hoffe ich, dass der Hobel ausgewuchtet ist. Und natürlich werde ich es auch mal hobelnderweise probieren. Klar. Keine Frage. Also die muss zu der Hobelsohle sollte sie im Maß parallel sein. Dann haut das auch hin. So, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Test. Ob es immer noch brummt? So, dann wollen wir mal horchen. Hören, wie der Fall jetzt liegt. Achtung. Ja, das ist besser. Viel besser. So. Hobeltest. Das ist okay, das sollte reichen. Aber ich bin ja natürlich nicht komisch, sondern ich mache das mit Absaugung. Schließlich habe ich die ja extra konstruiert dafür. Moment. So rum. Fest. Nee, nicht dran. Okay. Auf 0,5. Ja, dann los. Ach so. Ja, dann muss er natürlich auch dort rein. Entschuldigung. Entschuldigung. Vorführeffekt. Witzig. Dann halt auf die harte Tour, meine Lieben. Jetzt drehen wir das Ding mal um. Okay, 1 mm. Was ist da jetzt falsch? Das ist aber großer Mist. Strom raus. Das haut überhaupt nicht hin. Nee, 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 nee. Wie rum dreht der? Der dreht so rum. Also muss das so rum sein. So. Das ist nicht gut. Was ist hier? Was stimmt hier nicht?
Doch, das stimmt. Das stimmt alles. Ach, das ist verkehrt rum. Das ist verkehrt rum. Was sagt denn dazu? Oh wei. Ich sag oh wei. Offensichtlich muss das Ding genau andersrum reingebaut werden. Diese Brücke, diese Druckbrücke, muss genau andersrum rein. Na, das drehen wir gleich mal um. Moment, das haben wir gleich. Das kann nämlich sein, dass der so rum zu hoch wird. Und das eher andersrum muss. Das haben wir gleich. Peinlich. So, also schraube ich das jetzt nochmal raus und drehe die Brücke um. Das wundert mich jetzt aber schon ein bisschen. Also ich zeige es euch dann nochmal in groß. Oh, ist das schwer. Das ist nicht schwer, das geht schwer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Klar, also. Achtung. Achtung. Das hier muss nach hinten. Das ist vorne. Die abgeflachte Seite muss aufs Messer. Und die hier hinten, die muss hinten drauf. Hätte ich es nicht gedacht. Hätte gedacht, andersrum. Mal sehen, ob das jetzt irgendwie... Ach! Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen, wenn ihr den Ausdruck kennen solltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie meine lieben Kollegen immer sagen. Gespannt wie ein Flitzebogen. Ist eigentlich Quatsch. Aber. Naja. Gut, also so. Gucke ich mir das mal an. Ja, sorry, aber so rum geht es besser. Weil ich sehe nämlich auch hier, das hat mich vorhin schon gewundert, hier sind jetzt so Ablagerungen drauf und die waren vorhin noch nicht da. Also hat sich das Holz sozusagen nicht abgehobelt, sondern abgebrannt. Also umdrehen und alles ist gut. Und wenn ich das nächste Mal das machen muss... ein Blatt wechseln muss, gucke ich vorher mein Video an und dann weiß ich, wie es geht. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Es gibt wohl auch Hobel von Bosch, die haben nur noch ein Messer. Das macht jetzt für mich nicht so den Sinn, aber okay. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu, nicht wahr? So hieß es ja früher manchmal. Und da haben sie halt nur noch ein Messer drin. So, das dazu. Und jetzt gucken wir, ob es geht. Wollen wir es wieder nehmen? Nehmen wir wieder. Das waren jetzt allerdings 1,5 Millimeter. Parkstellung. Parken. So. Ist gut geworden. Schön glatt. Hier vorne hat es natürlich den üblichen Hufelschlag vom aber ansonsten einwandfrei. Gefällt mir. So, eine Sache habe ich aber noch für euch. Die ist zwar jetzt nicht kaputt an dem Hobel, aber die möchte ich euch trotzdem zeigen. Es könnte ja sein, dass das mal passiert, dass ihr hobeln wollt und der Hobel auch macht. Aber nichts gehobelt wird. Woran, ihr Lieben, könnte das liegen? So sieht das dann aus. Können wir gleich sauber machen hier. Das ist nämlich auch wichtig, dass hier kein Dreck zwischen den Zähnen ist, weil dann lenkt sich der Riemen ungleichmäßig und das zerstört ihn früher. So, das ist der Riemen. Das Ding hat keine Drehrichtung, also kein Pfeil drauf oder so. Das Einsetzen ist eigentlich relativ einfach. Ihr setzt den hier hinten, da ist hier so eine Platte oben drauf, dass das nicht nach oben wegrutschen kann. Ihr setzt den hier drauf, richtig schön in die Dings rein. Und dann setzt er den hier an ein Rad an, an einen Zahn an. Und dann dreht er ihn ganz langsam, dass er erstmal das fängt. So, Moment. Jetzt hat er es gefangen. Jetzt seht ihr das.
Und der zieht sich dann nämlich von selber gerade. Fertig. Kappe drauf, Schraube festmachen. Riemenwechsel erledigt. Hubel geht wieder. Also funktioniert wieder, meine ich. Gehen tut er ja gar nicht. Und dann nicht vergessen, der da hinten wieder rein. Das ist wichtig. So, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder andere Arten des Likens und kommt wieder und freut euch auf das nächste Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin sage ich viele Grüße, euer Bastelbär. Tschüss.